Willkommen hier im RCD Stadium, liebe Zuschauer. Das Wetter ist richtig gut heute und wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Partie. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Die Chinesinnen gegen die deutsche Frauennationalmannschaft. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Zhang Jing. Ja, da ist Platz jetzt. Gibt Ecke. Ja, klasse Pass. Nee, den hält sie natürlich. Yali. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist dann kein Problem. Guter Pass jetzt. Sie lauern auf die Chance, aber hier kam der Vorstoß doch zu früh und das ist abseits, klar. Hat jeder gesehen, Wolf? Das Timing hat nicht gestimmt, aber grundsätzlich passt diese Strategie. Es ist immer dieses Spekulieren, dass man die Abwehr überrumpeln kann. Ja, das ist Übersicht. Jetzt die Möglichkeit. Da ist das Tor. Sie bringt sie hier heute früh in Führung. Technisch brillant gemacht, dieser Kopfball. Da haben wir den Treffer nochmal. Da ist sie da nach der Flanke. Und vor allem ist da jede Menge Druck hinter. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Yali.
Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Zieht ab! Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Den Pass fängt sie klasse ab. Bob. Könnte was werden. Guter Pass. Svenja Huth. So, Führung. Da hat sie es gemacht. Das ist natürlich stark, vor allem was den Kampfgeist angeht. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Da hat sie die Möglichkeit zum Abspiel. Gut gehalten, gute Aktion. Denn da lag das Tor in der Luft. Hat ja heute schon einen Treffer. Konnte sich schon einmal durchsetzen, hier aber nicht. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Der Angriff, der Ball läuft gut. Durchaus eine Szene, die für Gefahr sorgen könnte. Ja, geht gut dazwischen. Lena Oberdorf. Bob. Mit viel Übersicht. So, mit dieser Entscheidung sind jetzt erstmal nicht alle zufrieden. Abseits. Ah, das war ganz eng bei diesem Steilpass. Aber ich glaube, ja, eine andere Entscheidung kann es da nicht geben. Es war abseits. Viel Übersicht bei diesem Pass. Befreiung gelingt nicht. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Felicitas Rauch. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Und jetzt die Chance. Sie macht zu, aber doch ist die Gefahr hier nicht bereinigt. Sie haben den Ball. Erstmal durchatmen, aber die Parade eben, die war sensationell. Ich glaube, und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Es wird 2 Minuten Nachspielzeit geben. Die Riesenchance. Gute Aktion. Den Ball kann sie abwehren. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Doch, wir machen weiter. Das ist der Anpfiff zum zweiten Durchgang hier im RCDE Stadium. Felicitas Rauch. Gut verteidigt. Rui. Jun. Ist hier immer noch am Ball.
Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Setzt sich klasse durch. Riesenchance. Tor für die DFB. Flanke, Kopfball, Tor. Das war zu sehen, das war zu ahnen. Da hat von Anfang bis Ende alles gepasst. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Ganz energisch. Zhang Jing. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Es gibt hier den Freistoß für Deutschland. Sie hat noch mal Glück und sieht keine Karte. Sah für mich aber nach der letzten Ermahnung aus. Sie darf sich nichts, aber auch gar nichts mehr erlauben. Kein Problem für sie. Sie hält den Freistoß sicher. Zhang Jing. Sicherer Ball. Zurück da jetzt. Klasse, wie sie das macht. Gute Flanke auf den langen Pfosten. Das Tor, Volley genommen, ganz starke Szene. Da ist dieses Tor nochmal. Einfach mal Volley genommen, abgezogen und drin der Ball. Ein spektakulärer Treffer. Vier-eins jetzt also. Bei ihr ist Endstation. Sie hat die Chance. Machen Sie es. Szene geht weiter. Noch ein Tor. Vier Tore Führung jetzt. Also, ich glaube, das ist es hier endgültig gewesen. Schönes Tor. Hier ist die Wiederholung. 1-1. Sieht so leicht aus. Ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven. Da musst du abgezockt sein. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Macht sie gut. Schöner Steilpass jetzt. Sie macht nicht das Tor. Gute Chance, aber vergeben. Aus der Distanz, Wolf, ich weiß nicht. So eine Chance darf sie nicht liegen lassen. Es wird gewechselt. Da ist der Ball weg.
Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Sie zieht in die Mitte. Solche Tage gibt es. Wieder das Tor. Wieder ist der Ball drin. Den Sieg haben sie eh schon lange in der Tasche. Jetzt tun sie hier nur noch ein bisschen was für die Galerie. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann verwandelt sie aus kürzester Distanz. Ist ja klar. Das stellt eine Spielerin wie sie vor keine großen Probleme mehr. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Gut gemacht. Jetzt könnte die Chance entstehen. Da ist der Schuss. Der Ball war ziemlich harmlos. Jun. Ball ist weg. Wir bekommen die Nachspielzeit von der Schiedsrichterin. 3 Minuten sind's. Macht sie es! Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Jetzt wird gewechselt. Ecke kommt lang. Unglaubliches Tor. Seitfalls hier. Was für eine akrobatische Aktion. Was für ein Treffer. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist es einfach nur noch ganz viel Gefühl. Damit war es das für heute in diesem Spiel. Die Schiedsrichterin pfeift ab. Die Gäste haben gewonnen. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude, wir sehen die Begeisterung. Ein klarer Sieg, eine dominante Vorstellung.